Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Webinar. Es geht wieder um Optionen, Optionsstrategien. Heute machen wir mal wieder so ein bisschen Wissensvermittlung und ich freue mich da schon besonders drauf, denn ich habe mir wieder ein bisschen was Besonderes einfallen lassen. Das Webinar wird natürlich wieder aufgenommen und im Moment seht ihr, solltet ihr mich gut hören und auch das Bild sehen. Schreibt mal kurz rein, ob soweit alles passt vom Ton und vom Bild her. Ja, ich sehe schon, die ersten sind schon wieder drin. Jawohl, und viele bekannte Namen. Ich finde das einfach mittlerweile so toll. Es hat sich schon so eine kleine Community hier auch gebildet. Ja, viele Namen kenne ich natürlich aus meinem Workshop heraus. Ganz liebe, herzliche Grüße. Wir haben erst gestern Abend unseren Workshop gehabt und heute wieder ganz viele mit dabei. Und natürlich vom Money-Kalender her auch viele bekannte Namen. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir starten auch gleich. Wie gesagt, ich habe einiges vorbereitet. Heute haben wir so ein bisschen, ja, eigentlich ein bisschen so Workshop-Atmosphäre. Ja, also lasst uns einsteigen. Es schalten sich immer noch ein paar Leute mit dazu, aber wir fangen an, denn ich kann mir vorstellen, die Stunde werden wir wieder brauchen. Mein Vorschlag ist wieder, ich gehe einmal mit meiner Präsentation durch. Ja, ihr wisst ja, ich habe immer ein gewisses Konzept und Fragen könnt ihr gerne reinschreiben in den Chat, genau da, wo ihr jetzt auch schon Hallo und schönen guten Abend schreibt. Und da könnt ihr gerne eure Fragen reinschreiben. Ich gucke zwischendrin immer wieder gerne rein, wenn es gerade passt, ja. Ansonsten gerne zum Schluss hin machen wir dann, gucke ich auf eure Fragen, beantworte ich eure Fragen gerne. Und wenn wir Zeit haben, dann gucken wir auch noch so ein paar aktuelle Ideen an mit dem Wissen, was ich euch jetzt im ersten Teil von dem Webinar eben zeige. Also, lasst uns starten und ich werde hier mal meinen Bildschirm teilen und dann geht es los. So. Ihr solltet jetzt die erste Folie sehen. Passt das? Ja, dürfte passen, gell? Jawohl, passt. Alles klar, super. Dann lasst uns loslegen. Ich habe als Thema bullisches Szenario und 5 Optionsstrategien. Da möchte ich euch einfach mal einen Überblick geben. Und hier, ihr kennt das Ganze natürlich, Haftungsausschluss. Ja, ganz wichtig auch hier wieder, es ist keine Anlagestrategieempfehlung, sondern es ist rein heute zu Trainingszwecken natürlich wieder. 5 Optionsstrategien. Wenn ihr bullisch für einen Basiswert eingestellt seid, ja, möchte ich euch heute mal einen Überblick geben über 5 Optionsstrategien, die ihr nutzen könnt. Und natürlich auch mit Hinweisen, wann nutzt man was und natürlich auch Vorteile, Nachteile, Risiken, ja, Chancen. Das ist ja mal ganz wichtig, sonst können wir ja nichts entscheiden. Ich möchte gerne mit euch durchgehen. Einmal den ganz normalen bekannten Single Call, also den Call, den wir kaufen und auf steigende Kurse setzen. Dann den Bull Call. Hier handelt es sich um einen Spread, eine Kombination von 2 Optionen. Dann den Cash Secured Put. Da kommen wir zu den Stillhaltergeschäften. Zu dem Bull Put, auch ein Spread und gehört zu den Stillhaltergeschäften. Und dann noch den Covered Call. So. Ich habe mir als Titel heute ausgesucht Google. Google als ein Wert, der jetzt hier insgesamt einen schönen Aufwärtstrend hat und als Basiswert sich auch gut eignet, dass man sagt, ich kann mich auch in die Lage eines Investors versetzen, weil das brauchen wir bei verschiedenen Strategien. Da möchte ich einen fundamental soliden Wert haben und das bullische Szenario passt auch. Sowohl jetzt als auch zu dem Szenario, was ich euch zeigen möchte anhand dieser verschiedenen Strategien. Also, lasst uns starten. Als allererstes den Single Call. Jetzt brauche ich mal hier so ein bisschen Malwerkzeug hier bei mir. Und zwar brauchen wir hier mal so ein bisschen einen Stift, den brauchen wir mal. Also, ich habe als folgendes Szenario, dass ich sage, hier aufwärts, ja, Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Aufwärtstrend. Aber was man schön sieht hier, ich habe eine Widerstandslinie. Ja. Entschuldigt, wenn ich sie jetzt nicht so gerade einzeichne.
Hier ist der Ausbruch nach oben. Ja, Widerstand hier bei 109 Dollar, Ausbruch nach oben und wir würden uns hier positionieren, dass wir sagen, hier haben wir den Ausbruch, hier haben wir die Bestätigung, weiter nochmal schöne Aufstiegskerze, Aufwärtsbewegung und jetzt hier steigen wir ein. Wir erwarten eine dynamische Bewegung und kaufen jetzt einen Call am Geld. Das ist das Gängigste, was die meisten kennen. Wenn jemand mit Optionen anfängt, meistens ist es das, was er kennt. Ja, man kauft einen Call, ich positioniere mich auf die Käuferseite, ich setze auf steigende Kurse und wenn ich einen Call kaufe, heißt das von der Definition her, ich habe das Recht, einen Basiswert zu einem bestimmten Kurs innerhalb von einem bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen. Ja. In der Regel kauft man einen Call am Geld, at the money, ATM. Man zahlt eine Prämie und der Single Call ist so konstruiert, dass der Gewinn nach oben hin unbegrenzt ist. Ja? Also solange der Kurs steigt, steigt auch dein Gewinn. Natürlich ist es zeitlich begrenzt, weil wir haben ja eine Laufzeit. Was ist unser Risiko? Das Risiko ist unser Kapitaleinsatz, nämlich das, was wir für diese Option gezahlt haben. Nicht mehr. Das ist unser maximales Risiko. Der Nachteil ist bei diesem Konstrukt allerdings, dass der Kurs steigen muss. Er muss steigen, er muss eine dynamische Aufwärtsbewegung haben. Und zwar muss er eben auf jeden Fall so viel steigen, wie viel der Call kostet. Das heißt, ich suche mir einen gewissen Strike-Preis aus und darüber plus die Kosten, das muss er erstmal reinarbeiten und danach laufe ich in den Gewinn. Und ihr seht schon, da muss die Aktie ordentlich die Beine sozusagen in die Hand nehmen, um da in den Gewinn zu laufen. Warum ist das so? Weil Optionen vom Konstrukt her unter anderem in der Preisbildung beeinflusst wird durch den Zeitwertverfall. Das ist ein ganz großer Punkt und der läuft nun mal als Käufer gegen uns. Ja? Da nagt der Zeitwertverfall an der Prämie. Und deswegen muss die Aktie umso schneller arbeiten, damit dieser Call in den Gewinn kommt. Das heißt, wir haben da hohe Chance, oder sagen wir mal so, schöne Chance auf hohe Gewinne, ja, aber vom Konstrukt her muss da einfach der Einstieg sitzen. Das ist der Single Call. Wir können auch als zweite Variante einen sogenannten Bull Call nehmen. Das ist ein Debit Spread und Debit heißt immer, ich zahle dafür. Und das ist ein Konstrukt, wenn ich sage, okay, es steigt weiter, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so dynamisch ist und ich nehme eine Kombination aus zwei Optionen. Und zwar kaufe ich einmal einen Call, in der Regel macht man das auch am Geld, ja, also am Kurs. Und man verkauft noch einen Call, der weiter aus dem Geld ist, also mit einem höheren Strike-Preis, den verkauft. Das heißt, für den Call, den ich kaufe, zahle ich eine Prämie. Für den, den ich verkaufe, kriege ich eine Prämie. Aber unterm Strich muss ich immer noch mehr zahlen. Also ich zahle etwas. Und das Konstrukt ist so konstruiert, dass es eben so ist, dass durch diesen verkauften Call, wo ja dann der Zeitwertverfall für uns läuft, es eben auch ermöglicht, dass eine Seitwärtsbewegung uns auch hier Gewinne bringt. Das heißt, ich habe einen reduzierten, ich habe einen Risikopuffer drin und dadurch ist das Schöne, dass der Call auch seitwärts, dieser Spread auch bei einer Seitwärtsbewegung in den Gewinn laufen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Prämie, die ich zahle für einen Spread, einen Debit-Spread, geringer ist, als wenn ich jetzt einen Single-Call habe. Ganz einfach dadurch, dass ich ja, wenn ich einen Call verkaufe, ich ja was bekomme noch. Und dadurch reduziert das meine Prämienzahlung. Das ist geringer als so ein Single-Call. Allerdings, der Gewinn ist gedeckelt. Der ist ganz klar gedeckelt. Nämlich, wer weiß es? Gucken wir mal. Wie ist der Gewinn gedeckelt? Das können wir nämlich ganz genau beziffern. Ich kann auch ein Beispiel geben. Jetzt in dem Beispiel habe ich jetzt mal einfach mal genommen, okay, der Call, den wir kaufen, liegt bei 116
und den, den ich verkaufe, sagen wir mal bei 119. Das heißt, ich habe eine Differenz der Strike-Preise von 3 Dollar und sagen wir jetzt einfach mal, ich zahle für diesen Spread 1,50 Dollar. Ja, was ist dann der maximale Gewinn, der möglich ist? Oder was ist der maximale Wert, den dieser Spread annehmen kann? Vielleicht tut ihr euch damit leichter. Genau, 150 ist der maximale Gewinn, weil der maximale Wert, der erreicht werden kann zum Ende der Laufzeit, ist nämlich genau die Differenz der Strike-Preise. Ja, die Differenz der Strike-Preise ist 3 Dollar. Und wenn ich 1,50 gezahlt habe, dann kann ich nochmal 1,50 machen. Das heißt, ich kann hier in dem Fall, in diesem Beispiel 100% machen. Je günstiger ich einkaufe, umso höher ist natürlich da mein Gewinn, den ich machen kann. Aber er ist gedeckelt. Auch das Risiko ist gedeckelt, nämlich auch wiederum auf meinen Kapitaleinsatz. In dem Beispiel jetzt ganz einfach diese 1,50 Dollar, sprich für diesen Spread, für diesen Kontrakt 150 Dollar. Und wie gesagt, das Schöne ist, dass auch bei einer Seitwärtsbewegung hier wir in den Gewinn laufen können. Gut. Schauen wir uns mal die dritte Möglichkeit an. Wir waren bis jetzt auf der Käuferseite. Jetzt gehen wir mal auf die Stillhalterseite. Stillhalterseite heißt, ich verkaufe eine Option und ich nehme eine Prämie ein. Und in dem Fall, wenn ich ein bullisches Szenario habe, dann mache ich Folgendes, dann verkaufe ich einen Put. Und zwar OTM heißt aus dem Geld, out of the money. Ja, aus dem Geld, also weg vom Kurs. Ja, ich suche mir das so in der Nähe von der Unterstützung her oder verschiedene andere Parameter gibt es dafür. Wenn ich einen Put verkaufe, heißt das, dass ich die Pflicht habe, wenn diese Option, dieser Put im Geld ist, das heißt, wenn der Kurs unter dem Strike-Preis ist, am Ende der Laufzeit, dass ich verpflichtet bin, 100 Aktien zu kaufen. Das müsst ihr wissen. Ja? Nicht nur auf die Prämie schauen, sondern ich muss auch gucken, ha, gegebenenfalls kann es ja sein, wenn der Kurs zurückkommt, müsste ich 100 Aktien kaufen. Klar, kann ich noch rollen und alles, lassen wir jetzt aber mal außen vor. Ich verkaufe jetzt den Put. Ich nehme eine Prämie ein, wunderbar. Das Schöne ist an dieser Strategie ist, ihr seht es hier, die Gewinnzone ist viel größer. Ja, guck mal, ich bin hier, ich steige hier ein. Hier würde ich einsteigen, hier ist der Kurs, das ist mein Einstiegsszenario. Und meine Gewinnzone, hier das Grüne, ja, seht ihr, der Kurs kann steigen, der kann seitwärts gehen, der darf auch noch fallen. Aber er sollte eben nicht unter den Strike-Preis des verkauften Puts fallen. Denn dann würde dieser Put ausgeübt werden. Und dann würden mir 100 Aktien eingebucht werden. Danach kann ich dann zwar einen Covered Call machen, lassen wir jetzt aber auch außen vor. Wir schauen jetzt mal nur den Cash-Secured Put ein. Und Cash-Secured Put heißt nämlich, und das ist so dieser Nachteil, wir haben einen hohen Kapitaleinsatz, die Liquiditätsanforderung. Einfach, wir brauchen das Geld im Depot, gegebenenfalls, dass wir 100 Aktien davon kaufen können. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, wie in diesem Beispiel jetzt bei 108 so einen Put verkaufen würde, würde das heißen, ich muss gegebenenfalls so viel Geld im Depot haben, dass ich 100 Aktien zu 108 Dollar kaufen kann. Ja. Was ist mein Risiko? Das Risiko ist eben, okay, mir kann diese Aktie eingebucht werden und die Aktie könnte fallen. Ja, aber damit habe ich das gleiche Risiko wie ein Aktieninvestor. Und das müsst ihr euch einfach überlegen. Wenn ihr ansonsten Aktien kauft, ihr kauft mal hier welche, da welche, ihr habt immer das Risiko, dass die Aktie auch fallen kann. Und genau das habt ihr bei einem Cash Secured Put natürlich auch. Aber das ist auch das maximale Risiko, was ihr habt. Das Schöne ist, wir haben eine sehr hohe Gewinnwahrscheinlichkeit, ja, weil der Kurs, er muss nicht unbedingt steigen. Er darf auch seitwärts laufen, er darf auch fallen. Ja, der hat ganz große Freiheitsgrade. Ich sage mal, der kann sich richtig austoben. Aber man sucht auch in der Regel diesen Strike-Preis auf der Unterseite in einem Bereich aus, wo man sagt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dahin kommt, relativ gering. Gut,
Das war mal der Cash Secured Put. Dann als vierten Punkt habe ich den Bull Credit Spread. Credit heißt, ich erhalte eine Prämie. Bull Put bedeutet, ich habe ein bullisches Szenario, nutze aber das Instrument Put. Und wie sieht das Ganze aus? Ich verkaufe einen Put aus dem Geld. Ja, und zwar in der Regel noch weiter aus dem Geld. Ja, als den normalen verkauften Put. Nur schon mal so als Hinweis. Und ich kaufe einen Put, der noch weiter aus dem Geld ist. Ja, also noch weiter unten ist. Für den verkauften Put nehme ich eine schöne Prämie ein. Für den Put, den ich kaufe, muss ich ein bisschen was zahlen, aber unterm Strich bleibt für mich immer noch eine Prämie über. Und das ist meine Prämie. Und hier, der Gewinn ist gedeckelt. Ich kann nicht mehr einnehmen als diese Prämie. Das ist wie bei einem Cash Secured Put. Die Prämie, die ich einnehme, das ist das Maximale, was ich habe. So ist es auch bei dem Credit Spread. Also ich verkaufe einen Put, wo ich mich verpflichte, gegebenenfalls die Aktien zu nehmen, 100 Stück davon. Ich kaufe einen Put, durch den ist es sozusagen dann gedeckelt. Ja, weil sollte es nach unten fallen, dann könnte ja der gekaufte Put kann dagegen halten. Und unterm Strich ist mein Risiko eben hier gedeckelt. Ich kann es ganz klar definieren. Und wenn jetzt hier, wie in diesem Beispiel, die Strikes sind bei 105 und 100. Das heißt, ich habe eine Differenz von $5 von den Strikes. Und jetzt haben wir es wieder. Wir können ganz klar definieren, was ist mein Risiko? Mein Risiko ist nämlich jetzt hier wieder die Differenz der Strikes, also $5 beziehungsweise $500, weil es ist immer der Multiplikator mal 100, minus die Prämie, die ich einnehme. Ja, nehme ich eine Prämie von $1 ein, also $100, mein Risiko ist 500 minus 100, dann ist mein Risiko 400. Also damit ist es gedeckelt. Meine Gewinnchance ist sehr groß. Ihr seht auch hier wieder, die Gewinnzone ist viel größer, als wenn wir uns auf der Käuferseite positionieren, als ja, wie wir es bei den Calls hatten. Schaut mal, da ist die Gewinn, ja, da muss der Kurs steigen, der muss nach oben gehen bei einem Single Call. Ja, bei einem Spread, einem Debit Spread, auch hier, ja, da sind wir ziemlich eng dran, darf zwar seitwärts, aber nach unten hin ist da nicht viel Luft. Das haben wir bei der Stillhalterseite eine viel größere Gewinnchance. Aber natürlich, der Gewinn ist gedeckelt. Ja, es gibt immer irgendwo Vorteile, immer irgendwo Nachteile. Der Vorteil von so einem Credit Spread ist, dass ich keine Liquidität für 100 Aktien vorhalten muss. Beim Cash Secured Put muss ich die Liquidität vorhalten. Bei so einem Spread habe ich ganz klar definiert mein Risiko und das ist auch das Maximale, was ich verlieren kann. Und damit ist das natürlich auch für ein kleineres Depot möglich. Bei einem Cash Secured Put, jetzt eine Google-Aktie, da brauche ich halt dann in dem Fall irgendetwas um die 10.800 oder wie viel dann der Strike-Preis halt ist. Wenn aber 108 ist, dann brauche ich $10.800 gegebenenfalls, um diese Aktien zu kaufen. Ja klar, ich kann rollen, lassen wir jetzt aber außen vor. Ihr müsst immer eure Margin-Auslastung auch im Depot, im Depot im Blick haben. Ihr müsst immer wissen, ja, wenn ihr mehrere Cash Secured Puts habt, müsst ihr im Blick haben, wie viel müsste ich denn bereitstellen, wenn jetzt alle runterkommen, wenn mir alle angedient werden. Das ist ganz wichtig. Das müsst ihr im Blick haben. Ja, nicht nur die Prämie, sondern ganz einfach wirklich Überblick haben. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, was eigentlich der Urgedanke ist von den Stillhaltergeschäften. Nämlich, dass man sagt, ich habe als Investor, ich habe Aktien im Depot. Ich habe jetzt 100 Google-Aktien. Und schön, der Kurs steigt, geht auch vielleicht mal nur seitwärts, er fällt vielleicht auch mal. Ja, ich kriege auch ab und zu mal eine Dividende, aber ich würde ganz gern noch ein bisschen mehr rausholen aus dem Ganzen. Und dann kann man nämlich noch einen Covered
Call draufschreiben. Das heißt, ich verkaufe einen Call. Wenn ich jetzt neu einsteige, was kann ich machen? Wenn ich bullish eingestellt bin für diesen Titel, dann kann ich zum aktuellen Kurs 100 Aktien kaufen und ich verkaufe einen Call mit einem höheren Strike-Preis. Und wenn ich einen Call verkaufe, heißt es, dass ich diese Aktien zu diesem Strike-Preis hergeben muss, wenn am letzten Handelstag der Kurs darüber schließt, an dem Strike-Preis oder darüber schließt. Dann muss ich 100 Aktien liefern. Und wenn ich die 100 Aktien vorher gekauft habe, dann kann ich sie ja liefern. Was ist die Absicht dahinter? Zum einen, natürlich klar, durch den Verkauf des Calls nehme ich eine Prämie ein und ich kaufe ja die Aktie und setze ja den Strike-Preis weiter oben an. Das heißt, ich habe auch noch den Kursgewinn zusätzlich. Das heißt, ich habe doppelt einen Gewinn. Ja, ich habe die Prämieneinnahme durch den verkauften Call und ich habe den Kursanstieg. Also ich habe doppelten Gewinn und das Schöne ist ja auch, der Kurs muss nicht unbedingt sofort steigen. Ja, ich habe dann die Aktie. Ich denke da in dem Sinne einfach als Investor, wo ich sage, okay, gut, er steigt er drüber, dann gebe ich die Aktien wieder her, ich habe die Prämie eingenommen und ich habe die Kurssteigerung. Wenn der Kurs seitwärts geht, Ende der Laufzeit, der Kurs bleibt drunter, okay, gut, ich habe die Aktie nach wie vor noch und ich habe die komplette Prämie. Was mache ich? Ich schreibe ganz einfach einen neuen Call. Und wenn der Kurs schon ein bisschen gestiegen ist, dann kann ich den Call ja wieder weiter nach oben ansetzen. Das heißt, sukzessive profitiere ich von dem Kursanstieg und nehme jedes Mal noch zusätzlich die Prämien ein. Der Nachteil ist natürlich, ja, auch hier haben wir einen höheren Kapitaleinsatz. Das kann ich machen, wenn ich ein größeres Depot habe. Wenn jetzt einer mit einem, jetzt Google, kann ich nun mal dann nicht handeln mit einem 5000er Depot. Wenn ich mit einem 5000er Depot arbeite, dann suche ich mir halt eine Aktie aus, die einfach irgendetwas um die $30 ist, um die $40 ist. Da gibt es noch nicht allzu viel Prämie, aber jeder fängt ja mal klein an. Keiner hat jetzt sofort gleich $100,000 zur Verfügung. Ja? Oder haben die wenigsten, sage ich jetzt mal. In der Regel fängt ja jeder mal irgendwo klein an. Und mir geht es darum, dass ich euch heute mit diesem Überblick einfach mal zeige, was es denn überhaupt gibt, was ist der Vorteil, was sind die Nachteile, was ist das Risiko, was ich habe und wie hoch sind denn meine Chancenmöglichkeiten. Ja, und hier eben in diesem Fall, ja, ich muss dementsprechend das Depot haben, aber mein Risiko ist wieder Aktieninvestor, weil die Aktie könnte ja dementsprechend fallen. So. Jetzt sehe ich schon, da sind schon ganz viele Beispiele. Machen wir hinterher. Ja, gehen wir dann da hinterher. Welche Laufzeiten und alles, das ist mal jetzt alles dahingestellt, können wir, wenn wir es zeitlich schaffen, heute an einem Beispiel machen. Ja, ich kann nicht bei einem Überblick kann ich nicht in die Details reingehen, weil das hängt von so vielen Faktoren ab. Das kann ich in einem Workshop machen, dann richtig oder in einem Kurs. Ich kann nur so einen kurzen Überblick heute geben. Das ist die Intention von heute. Wir gucken mal, wie wir von der Zeit her liegen. So, das war jetzt mal so das Szenario, wenn wir den Chart so haben. Das sind die Möglichkeiten, die ich jetzt mal sage, das als Überblick. So, und jetzt gucken wir mal, was ist denn da draus geworden? Was ist denn da draus geworden? Jetzt zoomen wir mal raus von der Zeit her. Die Szenarien, die ich ausgewählt habe, waren hier im Mai. Ja? Und jetzt zoomen wir mal raus von der Zeit her, spulen wir mal vorwärts. Das war hier jeweils das Einstiegsszenario. Und jetzt gucken wir mal, was wäre denn aus diesen 5 Strategien jeweils geworden? Der Single Call. Der Single Call, ja, wenn wir den eben hier am Geld gekauft hätten und ihr seht, ja, die Gewinnzone muss eben drüber sein, nämlich das heißt von dem Strike-Preis her plus die Prämie, die ich gezahlt habe und alles, was da drüber ist, da ist mein Gewinn. So, und jetzt kommen wir schon ein bisschen rein in diese Laufzeiten und wann steige ich denn aus? Je nach Laufzeit bzw. Haltedauer
je nachdem, wie euer Szenario ist, je nachdem, wie eure Risikobereitschaft ist, je nachdem, wie viel Gewinn ihr jetzt erzielen wollt, wählt ihr natürlich die verschiedensten Sachen aus. Als einfaches Beispiel, gerade in Zeiten, wie wir es aktuell haben, ja, die Kurse gehen mal ein paar Tage rauf, ein paar Tage runter. Während Earnings sollte man sowieso nicht unbedingt da drin positioniert sein, kurzfristig, dann braucht man schon andere, macht man das in der Regel nicht. In dem Fall, mittlerweile sage ich, wenn wir jetzt im Workshop sind und wir machen nur Swing Trading, dann sage ich, setzt einen Take Profit von 50 Cent oder einem Dollar. Je nachdem, welche Schwankungsbreite natürlich so eine Aktie hat. So eine Google, die bewegt sich mal locker 2-3 Dollar mal am Tag. Ja. Das kann man machen. Wenn ich sage, ich will nur 50 Cent, nur einen Dollar haben von der Bewegung her und ich habe eine Option am Geld gewählt. Das heißt, ich habe ein Delta 50. Delta 50 heißt, die Aktie steigt einen Dollar, meine Option 50 Cent. Das heißt, ich bin da ziemlich konservativ. Und dann reicht mir natürlich für so eine kleine Bewegung, die auch dann in relativ kurzer Zeit, nämlich innerhalb von ein paar Tagen auch stattfinden kann, reicht mir natürlich auch eine kurze Laufzeit. Wenn wir jetzt heute einsteigen würden, dann würde ich sagen, okay, mindestens nächste Woche Freitag oder länger, je nachdem, ob die Option Weeklies hat, je nachdem, ob dementsprechend genügend Open Interest ist, ja, wo ich immer sage, also mindestens zweistellig sollte das schon sein, irgendwas über 45, 50, ja, Open Interest sollte sein. Es darf kein großer Unterschied zwischen Ask und Bid sein, also hier zwischen dem Spread, ja, Ankauf und Verkaufspreis. Das sind natürlich diese kleinen Details jetzt noch. Aber ihr seht, also ja, der Kurs ist also hier gestiegen fast an die 130 Dollar und wir waren hier in dem Bereich irgendwas um die 117. Da wäre mit dem Single Call hier schön Gewinn gemacht und in der Regel sage ich dann auch, entweder setzt euch einen Take Profit oder zieht euren Stopp nach. Nehmt etwas, was weiß ich, entweder den 9er GD, nehmt den 20er GD, habt für euch ein Ausstiegsszenario. Ihr wollt es nicht unbedingt ausreizen und dann wieder bei Null dastehen. Weil was haben wir dann hier? Was hätten wir hier in dem Fall, wenn wir wieder dastehen, wo wir vorher waren und es ist gut einen Monat vergangen? In dem Fall ja, ungefähr einen Monat, sogar ein bisschen länger, sagen wir mal 6 Wochen. Was haben wir dann? Dann haben wir nämlich den Fall, ja, Kurs, Seitwärtsbewegung, Seitwärtsverfall, ups, hat an der Optionen dran genagt und wir wären im Minus. Wohingegen wir dann bei einem Debit Spread selbst auch hier in dieser Seitwärtsphase immer noch Gewinn gemacht hätten. Dadurch, dass wir hier einen Call gekauft haben und einen verkauft haben und der Verkaufte, der profitiert vom Seitwärtsverfall. Der Kurs müsste hier mindestens am Strike-Preis von dem gekauften Call plus die gezahlte Prämie sein. Alles, was da drüber ist, da ist er im Gewinn. Und ihr seht hier, ja, also die Gewinnzone wäre auch tatsächlich hier in dem Bereich noch gewesen. Wohingegen bei dem Single-Call, da muss er nach oben steigen. Er muss ganz einfach da was reinkriegen. Und die muss man ein bisschen genauer monitoren. Also, auch hier, je nach Laufzeit, je nach Haltedauer wäre hier eben Gewinn ein bisschen zum Verdoppler gewesen oder manchmal ja sogar mehr. Wenn ihr jetzt in dem Beispiel, was wir hatten, wenn wir sagen 3 Dollar Differenz der Strikes, ich zahle 1,50 Dollar kann ich machen, wäre der Verdoppler. Wenn ich jetzt nur 1 Dollar gezahlt hätte, dann hätte ich natürlich 2 Dollar machen können. Das heißt also, ich kann da schöne Gewinne mitmachen. Solange, wie gesagt, der Kurs über dem Strike des gekauften Kreuzes plus gezahlter Prämie. Und hier wählt man in der Regel dann nicht so lange Laufzeiten. Wenn man einen Single Call nimmt und man sagt, ach, ich bin jetzt mal für ein paar Monate da drin investiert, weil ich habe ein sehr bullisches Szenario, dann kann ich auch eine Laufzeit wählen, die mindestens 3, 4, 5 Monate läuft oder 6 Monate. Ja, kann man machen. Wenn ich jetzt aber eher etwas habe, entweder so eine Kombination mit einem verkauften Call oder wie auch später dann eben die Stillhaltergeschäfte, wo ich von dem Zeitwertverfall profitieren möchte. Und ihr wisst sicherlich,
Der Zeitwertverfall ist umso stärker, je kürzer die Restlaufzeit ist. Das heißt, da wähle ich in der Regel eine kürzere Laufzeit. Ja, da kann ich, was weiß ich, da kann ich 2 Wochen nehmen, 3 Wochen nehmen, ich kann auch nur eine Woche nehmen, je nachdem, was mein Szenario ist. Ja? Ihr könnt ja auch einen Optionscalculator dafür hernehmen und das mal einfach euch ausrechnen. Ja? Ich zeige das in den Workshops dann auch immer wieder, ja? Weil manchmal hat man dann nicht so die Vorstellung davon. Ja. So, jetzt sehe ich schon wieder, es kommt gleich natürlich. Ich habe ja drauf gewartet. Ich habe ja gleich drauf gewartet und da kommt auch schon die Anmerkung, bei Spreads muss ich die Verlustverrechnungsbegrenzung von 20.000 berücksichtigen. Ja, haben wir. Und ja, da musst du aber auch schon einige Spreads machen. Bei den Debit-Spreads kommen wir da schneller ran. Gerade wenn ich hochpreisige Aktien nehme, ja, meine Longlegs, die rechnen da in diese Verlustbegrenzung rein. So, aber bei den Credit Spreads, Leute, das sind kleine Beträge, also bis ihr da mal an die 20.000 hinkommt, ja, nimmt mal dieses Angstgespenst Verlustverrechnungsbegrenzung raus. Ich merke das bei ganz vielen, das ist so mental so eine Blockade. Habt es halt einfach im Überblick. Ja, ihr könnt euch ja bei Lynx Broker in eurer Kontoverwaltung, habt ihr jedes Mal, ihr könnt euch jeden Monat da euren Auszug ausdrucken lassen. Da seht ihr genau die Aufstellungen und dann habt ihr es doch im Blick. Und wie gesagt, bei den Debit Spreads, wenn ihr hochpreisige Aktien macht, dann die Longlegs rechnen damit rein, dann komme ich da vielleicht schneller dran. Bei den Credit Spreads, also da, das dauert. Ja, bis ihr da dran kommt, weil da einfach die Beträge kleiner sind. So, das waren mal die Käuferseite. Jetzt schauen wir uns mal an, was wäre denn aus dem Cash Secured Put gekommen? Ja, wenn ich jetzt hier wie in dem Beispiel ungefähr, ich habe mal so angenommen, Strike-Preis von dem Put, den ich verkaufe, bei 108. Ja, wenn wir bei 117 ungefähr eingestiegen sind, bei 108, dass ich sage, hier ist die Unterstützung. Also man sucht sich dann den Strike-Preis des Puts entweder bei einer schönen Unterstützung aus, ja, markantes Tief, oder ihr schaut auf das Delta, ein Delta unter 25, irgendwas um die 20 oder noch kleiner, ja, wenn ich ein Delta von 22 nehme, dann heißt es, dass dieser Put eine 22-prozentige Wahrscheinlichkeit zu dem aktuellen Zeitpunkt hat, in den Gewinn zu laufen bis zum Ende der Laufzeit, ja, das besagt das Delta. Und wenn ihr da eine Option aussucht im Strike-Preis unter 25, dann habt ihr da schon mal die Statistik. Ja, dann habt ihr die Wahrscheinlichkeit einfach auf eurer Rechnung, auf eurer Seite. Wir können immer nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Aber gerade bei den Cash-Secured-Puts, da können wir uns also so schön positionieren. Ihr seht ja, also da sind wir eingestiegen. Und selbst wenn der Kurs hier unten irgendwo gewesen wäre, bei 110, der hätte noch weiter zurückkommen können, wir hätten die komplette Prämie behalten. Wir hätten einen 100% Gewinn gemacht. Ja, ganz einfach, weil der Kurs des verkauften Puts nicht unterschritten ist. Ja, also damit, Put verfällt wertlos, er ist aus dem Geld, Prämie behalten wir komplett, wir haben 100% Gewinn gemacht. So. Andere Position, andere Strategie. Bull-Put-Credit-Spread. Was wäre aus dem geworden? Auch hier, wir hätten komplett unsere Prämie behalten, die wir eingenommen haben, weil der Kurs nicht unter den verkauften Put gefallen ist. Ja, nicht unter dem Strike-Preis gefallen ist. Und damit haben wir wertlosen Verfall von diesem Spread, auch hier 100% Gewinn und die Prämie behalten. Und jetzt noch in dem fünften Beispiel mit dem Covered Call, wenn wir die Aktien direkt gekauft hätten, ja, ungefähr bei 117 und wir hätten vielleicht einen Covered Call gesetzt gehabt bei 119. Wenn wir mal so ganz konservativ sind, dass wir sagen, okay, $2 nach oben, das sind bei 100 Aktien sind es $200 Gewinn, die ich mache. Ich nehme vielleicht noch eine Prämie ein von $100
Und ich nehme eine kurze Laufzeit und Google gibt es von den Prämien her, weil wir haben Weeklies und das ist ein volatiler Wert, ein hochpreisiger volatiler Wert. Obwohl im Moment ist die Vola gar nicht so stark. Ich glaube, die liegt gerade mal bei 20, ja, die implizite Vola. Aber man, das so ist so in dem Rahmen, was man kriegt bei einer Laufzeit, vielleicht jetzt noch bis zum jetzt 2 Wochen. Ja, also jetzt Freitag, den 23. Februar oder zum 1. März. Und man schaut, dass man da ein kleines Delta hat. Ja, dann kann man da sagen, okay, ich nehme eine schöne Prämie ein, sagen wir mal $100 und ich setze gerade mal meinen Strike-Preis um $1, $2, $3 an, ja, wenn ich ganz konservativ bin. Wer natürlich sagt, boah, das Ding wird abgehen wie Luzi, dann packe ich natürlich meinen Strike-Preis von dem verkauften Call natürlich weiter nach oben an, habe aber das Risiko, dass vielleicht das gar nicht erreicht wird. Gut, was wäre das Risiko? Wenn der Kurs nicht erreicht wird, dann behalte ich ja die Aktien, habe die Prämie eingenommen. Jetzt in dem Fall, gehen wir wieder zurück zu dem Beispiel, jetzt in dem Fall ist ja der Kurs über den Strike-Preis des verkauften Calls gestiegen. Damit wäre der Call ausgeübt worden. Das heißt, ich hätte diese 100 Aktien eben wieder hergeben müssen. Und in dem Beispiel 117 gekauft, 119 hergegeben, $200 Gewinn gemacht. Und ich hätte noch zusätzlich meine Prämie dazu. Ich habe den doppelten Gewinn. Ja, und das innerhalb kürzester Zeit. Und das ist so ein bisschen was, was ich mal so diese Turbo nenne. Ja, ein bisschen so diese Turbo-Strategie. Da könnt ihr einfach in relativ kurzer Zeit auch einen schönen Gewinn machen. Ja? Gut, das war mal die Vorstellung von Szenarien, bullisches Szenario. Was kann man machen? Überblick 5. Strategien und was wäre daraus geworden? Jetzt ist die Frage, das ist der aktuelle Chart von Google. Was hätten wir denn jetzt für Möglichkeiten? Was hätten wir denn jetzt für Möglichkeiten? Ja, was hätten wir jetzt für Möglichkeiten? Ich gucke mal in die Fragen kurz rein und dann schauen wir in die aktuellen Positionen mal. Ich gucke mal kurz rein und schaue, wo ist noch etwas, wo ich noch einhaken muss. Vieles hat sich sicherlich schon erledigt, weil ich ganz viel mittlerweile eben erzählt habe. Und hier, so, da habe ich jetzt einmal eine Frage. Der Rainer fragt, kann der Covered Call vorher verkauft werden oder bis Laufzeitende? Gehen wir mal zurück. Ich schätze mal, du bist bei, hoppala, ich muss auf die Seite. Ich kann mal hier kurz, ich gucke mal, ich kann mal mich ausblenden, weil es hier heißt, mal das größer machen. Ich weiß, ist jetzt das Bild größer für euch, aber ich glaube nicht, oder? Jetzt war kein Ton mehr da. Na, sowas ist ja blöd. Okay, dann muss ich es leider so machen. Dann ist das von der Konstruktion her so. Dann bin ich gar nicht mehr da bei euch. Passt es jetzt wieder vom Ton? Ich hoffe doch. Also, man kann diesen Covered Call natürlich jederzeit wieder zurückkaufen. Und man kann einen neuen Call verkaufen. Gerade wenn man sagt, hier, ich nehme schon mal ein bisschen Gewinne mit oder ich sehe, der Kurs steigt weiter. Ich möchte jetzt noch nicht hergeben. Ich möchte sie einfach noch weiter behalten. Ich möchte den Kursanstieg noch weiter nutzen. Und dann, je nachdem, wie viel Restlaufzeit noch war, wie viel wert der Call ist, ja, entweder hat man schon Gewinn gemacht oder man realisiert einen kleinen Verlust, holt es aber wieder mit der neuen Prämie rein und nimmt den höheren Kursanstieg mit. Nee, ich glaube wirklich, wenn ich das so einstelle, dann habe ich hier keinen Ton mehr, weil der fragt mich, ob ich sprechen will. Es geht leider nicht anders. Das ist das Größte, was ich machen kann hier. Kann es nicht größer ziehen. So, damit war das hoffentlich beantwortet.
Hier habe ich noch eine Frage von der Yvonne. Die sagt, kollidiert beim Single Call ein Weekly nicht mit dem schnellen Zeitwertverfall? Da hast du vollkommen recht, natürlich. Das mache ich dann nur, wenn ich auch sage, wenn meine Annahme ist, ich will nur einen Take-Profit haben von 50 Cent von einem Dollar und ich erwarte, dass das in den nächsten paar Tagen geschieht. Ja, dann würde ich eine Restlaufzeit nehmen von 10 Tagen. Also sagen wir mal heute rein und dann vielleicht Restlaufzeit nächsten Freitag, übernächsten Freitag. Ne? Ja. Das war dieses hier. Gut, also von den Fragen her. Das war mal jetzt soweit der Überblick. Jetzt guck mal, was hätten wir denn jetzt für Möglichkeiten? Ja, was haben wir denn jetzt für Möglichkeiten? Und wir gehen mal jetzt live in den Chart rein. So. Und jetzt kann ich den Chart natürlich auch größer ziehen. Ja, so. Jetzt haben wir doch ein ganz anderes Bild. Ja, das andere war natürlich noch von der Folie her. Und jetzt gehen wir richtig mal rein. Und ich habe jetzt erstmal ganz bewusst nur diesen blanken Kurschart. Jetzt erstmal ganz diesen blanken Kurschart. Weil der reine Kurschart, ja, der besagt alles. Ja, ihr wisst, ich bin technische Analystin und die technische Analyse sagt, im Kurs ist bereits alles enthalten, was bekannt ist. Das ist in dem Kurs eingepreist. Und nur der reine Preischart und das Volumen, das sind zwei unabhängige Variablen. Alle anderen Variablen, alle anderen Indikatoren werden davon abgeleitet. Egal, ob es sich um gleitende Durchschnitte handelt, um den MACD, um die Stochastik, ja, die werden alle davon abgeleitet. Gucken wir uns jetzt einmal nur ganz banal jetzt diesen Kurs mal an. Und ja, zeichnen wir jetzt einfach mal hier ein paar Trendlinien. Ja, hier mal so, man kann sie jetzt hier ansetzen oder dann ganz wirklich hier, wenn wir die Tiefs miteinander verbinden, hier das letzte markante Tief, hier das Tief. Ja, man kann das Ganze auch noch einmal hier so ansetzen, dass man sagt, wir haben hier so diese letzten Hochs miteinander. Wenn wir das hier so ansetzen, dann haben wir den Ausbruch nach oben. Aber das gibt uns mal so diese Breite von dem, wo können wir denn damit rechnen, dass wo wir da Unterstützungen haben. Dann hier bei der 140 Dollar, das war hier so ein Widerstand. Ja, hier Widerstand abgeprallt, Widerstand. Hier mal kurz drüber, hier Unterstützung. Also diese 140 Dollar, die waren hier auch schon markant. Und dieses Abwärtsgap ist entstanden durch Earnings. Hier war Quartalsbericht und ja, Google haben wir eher eine Abwärtsbewegung gehabt. Ja, ihr habt sicherlich verfolgt, die Earnings dieses Seasons, die war also extrem. Wir haben wahnsinnige Gaps nach oben gehabt, wir haben wahnsinnige Gaps nach unten gehabt bei Aktien, wo es nicht erwartet hat, nach oben oder nach unten, wo auch immer. Also die Kurse sind im Moment aktuell überall. Wenn wir jetzt uns positionieren wollten und rein mal nur aus diesem Chart heraus, was für Möglichkeiten hätten wir denn? Und ich sehe da auch schon als Vorschlag, so, guck mal doch einfach mal. Helmut, ist wirklich hier dein Vorschlag? Erste Möglichkeit, Short Call. Short Call heißt, du würdest einen Call verkaufen. Würdest den verkaufen. Müsstest aber ja die Aktien kaufen vorher. Ja, sonst bist du naked. Also, was haben wir für eine Möglichkeit, wo ich sage, das ist immer mit die defensivste und das kommt auch. Ja, ein Short Put. Genau. Ein Short Put ist einfach die defensivste Möglichkeit. Ja, die defensivste Möglichkeit, wenn man sagt, okay, hier, guck mal, hier war die Unterstützung in dem Bereich. Da sind wir so um die 136, 37 in dem Bereich. Kann mal mein Fadenkreuz aufmachen, so, dann sehen wir es hier, so, ja, bei 136,50, hier war dieses Tief, in dem Bereich hier haben wir direkt 135 und hier sind wir bei den 140. Also im Moment hier sieht es danach aus,
weiter steigende Kurs, dass hier dieses Gap geschlossen wird. Ja, danach sieht es aktuell aus. Ja, und zwar haben wir hier so dieses Gap und da sind wir jetzt hier schon einmal so drüber. So, ja, das war hier diese Spanne hier. Und da geht jetzt der Kurs wieder rein und versucht jetzt hier dieses Gap zu schließen. Aber wir wissen natürlich nicht, ja, steigt es jetzt dynamisch oder haben wir eine Seitwärtsbewegung oder fällt der vielleicht nochmal zurück auf diese Unterstützung? Und deswegen bin ich jemand, wo ich dann sage, die defensivste, konservativste Möglichkeit wäre tatsächlich ein Short Put. Das heißt, ich suche mir einen Put-Außenstreikpreis bei einer markanten Unterstützung. Vielleicht kriegen wir was Ordentliches bei 135, vielleicht bei 140, gucken wir gleich mal. Und der Kurs kann alles Mögliche machen. Er sollte eben nur nicht unter die Unterstützung fallen von dem verkauften Put. Und jetzt gehen wir doch einfach mal rein in die Optionscap. Ja, schauen wir uns das Ganze doch mal an, dass wir es überhaupt mal einordnen können. Und ich hole das mal hier ruhig her und hier. So. Also, Optionskette Google. Hier sind wir. Und jetzt schauen wir mal. Gehen wir es mal der Reihe nach durch, damit ihr so ein kleines Gefühl dafür kriegt. Wenn ich jetzt die nächste Laufzeit nehme, nächste Fälligkeit wäre jetzt hier der 8., der 16. Februar, also nächste Woche Freitag zum Beispiel. Noch 8 Tage Restlaufzeit. Und wenn ich dann schaue, ja, hier, das ist Delta, ein kleines Delta, 25 ist so an der Grenze, da wären wir bei 143. Wenn ich jetzt einen Put verkaufe, würde ich $73 bekommen dafür, dass ich 14.300 vorhalte. 143 mal 100. Für gerade mal 8 Tage Halteposition. Ist überschaubar, sowohl von der Prämie als auch vom Zeitablauf. Je weiter ich rausgehe, weiter weggehe vom Kurs, ja, ist klar, umso weniger Prämie gibt es, je defensiver ich gehe. So, wenn ich mal schaue, 23. Februar, noch eine Woche weiter und ich gucke kleines Delta, irgendwas um die 25 oder darunter, dann kann ich mich positionieren bei 142 und ich kriege immerhin um die $90. Oder 141, 70, ja, so. Also dann zumindest mal kriege ich hier $1 oder 90 Cent. Wenn ich auf den 1. März gehe und jetzt müssen wir gucken, ja, wir sind in den Weeklies, aber Google ist so liquide, dass auch die Weeklies bei den Open Interest, ja, hier sehr liquid ist, mindestens dreistellig, wenn nicht sogar in den Tausendern. Und dann kann ich mich konservativ positionieren, ein kleines Delta unter 25, dann könnte ich hier einen 141er Strike nehmen und ich würde $1,07 bekommen, beziehungsweise $107 würde ich einnehmen, dafür, dass ich 14.100 vorhalte. Und wenn wir es jetzt einfach uns nochmal im Chart anschauen, bei 141, da sind wir halt jetzt hier einen Strike-Preis drüber. Und ich habe schon gesehen gehabt, ihr habt so vorgeschlagen gehabt, 135er Strike-Preis oder 140er, 140er mit der kurzen Restlaufzeit, da kriege ich $87. Habe ich natürlich ein kleines Delta, 19. Ja, da sind wir schon mal so weit draußen, dass das heißt, okay, der hat gerade mal noch 19%ige Chance, dass der Kurs wahrscheinlich dahin kommt. Wir können natürlich eine längere Laufzeit nehmen, ja klar. Aber je länger die Laufzeit ist, umso unwägbarer, umso weniger abschätzbar ist natürlich, wo der Kurs hingeht. Deswegen, wenn ihr sagt, okay, ich möchte noch defensiver gehen, ich möchte noch niedrigeren Strike-Preis haben und auch eine schöne Prämie kriegen, dann geht man weiter raus von der Laufzeit her, dann kann ich noch defensiver sein. Und ich gehe in einen Cash-Secured Put sowieso auch immer nur mit der Einstellung rein, dass ich sage, es ist auch okay für mich, wenn mir der Kurs eingebucht wird. Denn mit all dem, was wir uns aussuchen können, wir können uns nur so positionieren nach dem aktuellen Stand, dass wir sagen, okay, wir können uns die bestmögliche Situation raussuchen, den bestsicheren Ausgangsposition, indem ich schaue, ja, mit meiner Auswahl.
Aber wir wissen natürlich nicht, klar, kann morgen der Kurs zack unter den Strike-Preis fallen und es kann sein, dass euch die Aktie eingebucht wird, weil wir handeln Optionen der amerikanischen Art. Und das heißt, diese Option kann euch auch während der Laufzeit eingebucht werden. Oder wenn es beim Call ist, dann eben auch ausgebucht werden. Das müsst ihr wissen. Das fällt mir immer wieder auf, dass da vielen das nicht bewusst ist. Bei den europäischen, ja. Da ist es nur am letzten Handelstag. Aber hier bei den amerikanischen, also der amerikanischen Art, so wie wir es hier auch an der US-Terminbörse haben, da kann es eben auch während der Laufzeit sein. Und deswegen muss es einem dann okay sein, wenn mir diese Aktien eingebucht werden. Und wer jetzt sagt, okay, ich möchte mit dem 140er, weil da ist die Unterstützung, dann kannst du Laufzeit 8. März nehmen, 140er Strike und du kriegst 1,19 Dollar, vielleicht 1,20 Dollar und hast ein Delta von 22. Ja, Open Interest ist bei 447 und damit bin ich in einer schönen, komfortablen Position. Ich habe eine schöne Prämie eingenommen, ja, mit einem Monat Restlaufzeit und kann mich hier positionieren und bin hier in diesem Bereich von der Unterstützung. Und dann kann der Kurs alles Mögliche machen. Er sollte halt nicht runterfallen und ansonsten ist es auch okay für mich. Oder gegebenenfalls kann ich auch rollen. Das heißt, dann kaufe ich eben diesen Put zurück und ich verkaufe einen neuen und dann gehe ich halt weiter raus von der Zeit her und ich gehe weiter runter. Dann hast du wieder Kurspuffer und Zeit gewonnen. So, das war die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und die habe ich hier auch schon gesehen, der Ewald sagt nämlich zum Beispiel eindeutig ein Put-Credit-Spread, ja, also ein Bull-Put. Ich setze auf bullisches Szenario, nutze aber die Puts und ich verkaufe einen Put aus dem Geld und ich kaufe einen Put, der noch weiter aus dem Geld ist. Und jetzt ist die große Frage, ja, was für Strike-Preis nehme ich denn da eigentlich? Ja? Was nehme ich denn da? Und ich habe so eine Faustregel, dass ich sage, ich möchte, ja, oder kommen wir nochmal zurück zu dem Konstrukt. Ich möchte hier wirklich so gut wie möglich mich positionieren. Das heißt, ich möchte so wenig wie möglich die Chance haben, dass der Kurs da wirklich hinkommt. Und wenn ich jetzt einen 135er verkaufe und sagen wir mal, ich würde einen 130er kaufen, ja, dann soll bitteschön der Kurs drüber bleiben und er soll mir nicht hier zwischen diese Strike-Preise kommen, nicht in diese Sandwich-Situation, wie ich es immer nenne, weil dann laufe ich in den Verlust rein. Und das möchte ich ja vermeiden. Und damit möchte ich so weit wie möglich meinen Put wählen, den ich verkaufe. Und da suche ich mir in der Regel einen Put aus, der also ein Delta hat von kleiner als 19. 16 und noch kleiner ist optimal, weil dann haben wir so eine geringe Chance. Ja? Also schauen wir doch uns das Ganze mal in der Optionskette an. Wenn wir jetzt wirklich mal bei einem Delta von 19 rangehen, dann sind wir bei 139. Wir verkaufen diesen Put, wir kriegen 99 Cent und wir kaufen einen Put, der noch weiter aus dem Geld ist und sagen wir mal, wir nehmen eine Differenz von 5 Dollar. Wir kaufen den 134er, für den müssen wir 42 zahlen. Das heißt, die Differenz 99 minus 42 bleiben uns unterm Strich noch 57, vielleicht durch den Spread, um die 60 Cent über. Ja, das ist so das Szenario, wo man sagt, okay, ja, 60 Cent. Aber und das ist auch wirklich so das Minimum, was ich haben will. Weil ich habe ja die Kombination von zwei Optionen, die ich einmal diese Position eröffne und dann ja auch gegebenenfalls nochmal Transaktionskosten habe, die wenn ich es vorher schließe, wenn ich es nicht auslaufen lasse. Ja. Und dann sind 60 Cent wirklich das Minimum, was ich haben möchte. Was man machen kann, ist klar, ich kann natürlich die Spreads kann ich kleiner machen, aber dann umso kleiner wird auch hier meine Differenz, was ich raushole. Ja, ich kann auch noch weiter rausgehen, ich kann den Spread weiterziehen, dass ich sage 139er verkaufen und ich kaufe hier den 133er, dann zahle ich nur noch 36 Cent, dann habe ich noch mal mehr, dann habe ich über 60 Cent.
dann ist aber auch mein Risiko größer. Ja, dann habe ich eben eine Differenz von $6. Das heißt, $600 ist maximal mein Risiko. Minus die Prämie, die ich einnehme. Sagen wir mal jetzt diese 60 Cent oder 65 Cent. Ja, dann habe ich halt immer noch um die $540, $535, die im Risiko sind. Und das muss ich dann immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ja? Wenn ich jetzt das Beispiel hernehme und sage, ich nehme $65 ein und ich habe ein Risiko von 535, dann habe ich eine Rendite für diese kurze Laufzeit von 29 Tagen von 12%. 65 geteilt durch mein Risiko, die 535. Ja, das ist also die Möglichkeit, die man hat. Und jetzt seht ihr, ja, das, was mein Longleg ist, hier diese 36 Cent, die dann mit reinzählen. Also da braucht man lange, bis wann die Verlustgrenze von 20.000 kommt. Plus, ich habe es auch gelesen hier, natürlich gibt es da ein Urteil. Ich habe aber heute erst mit meinem Steuerberater gesprochen gehabt, der gesagt hat, ja, muss man jetzt alles mal abwarten, kann man, vielleicht kommt es hier ja auch für uns als Optionstrader, dass es für uns positiv ausläuft. Ansonsten, man muss halt einfach dementsprechend schauen, gegebenenfalls Einspruch erheben. Sowieso, egal jetzt, ob mit oder ohne diesem Urteil. Das für den Credit Spread. So, das die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das habe ich hier auch schon gesehen, eine Möglichkeit von so, jetzt bin ich so, Yvonne schreibt, zweite Februarhälfte, saisonal dieses Jahr nicht schlecht wegen Wahl hier bei den überhöchsten Kursen. Man muss das Ganze immer, ja klar, saisonal, auch dieses Jahr, Februar, März-Dip, ja, aber wie weit das zurückgeht und alles, und dann geht das, sind das ja nur Tendenzwerte. Das ist für mich dann mit einem Punkt, wenn ich sage, okay, ich erwarte am allgemeinen Markt eher eine Kursdelle, und Google gehört nun mal mit zu den Fangaktien, gehört zu den großen Positionen, die auch den S&P 500 natürlich bewegen, genauso wie Amazon, wie Netflix, wie Nvidia, und dass die dann eher zurückkommen, und deswegen, je defensiver wir uns aufstellen, umso besser ist es natürlich, weil in dem Fall, ja, der Kurs darf zurückkommen. Und wenn es mir eingebucht wird, okay, dann habe ich die Aktie ja billiger bekommen, als die aktuelle Markt ist. Und ich habe noch zusätzlich eine Prämie eingenommen. Das heißt, wenn sie mir zu 140 eingebucht wird und ich habe $100 als Prämie eingenommen, dann habe ich ja eigentlich einen Einstandskurs nur von 139. Und dann verkaufe ich halt Covered Calls da drauf. Und das, wie Google zum Beispiel, das ist ein Wert, klar, der ist nicht davor gefeit, dass er eben auch mal zurückgeht, aber in der Summe, ja, geht er ja wieder langfristig. Und manchmal braucht man vielleicht ein bisschen mehr Geduld. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, sich wirklich solche Aktien rauszuholen, die fundamental für einen okay sind, dass man sie eingebucht bekommt. Ja, weil es kann immer mal sein, dass mal eine Phase ist, wo sie einem eingebucht werden und es kommt dann mal eine Abwärtsphase. Aber das ist das Risiko, was du als Investor halt auch genauso hättest. Ja. Der Thomas fragt, wie oft kommt es vor, dass die Option vor Laufzeitende eingebucht ist, wird? Wie ich gelesen habe, ist das sehr selten, dass es wirtschaftlich es sich nicht lohnt. Folgendes. Folgendermaßen. Je weiter die Option, die wir verkauft haben, aus der die Verpflichtung besteht, je weiter die im Geld ist und je kürzer die Restlaufzeit ist, umso wahrscheinlicher ist die Einbuchung. Und es geht nach Zufallsprinzip. Ich sehe das immer wieder bei meinem Workshop. Ja, da haben wir, sagen wir mal, wir haben Positionen und das handeln vielleicht 15 oder 20 von den Leuten handeln das. Und dann bei dem einen ist es schon eingebucht worden und beim anderen noch nicht. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und wann ist es wirtschaftlich denn sinnvoll? Natürlich nur dann, wenn es für denjenigen, der die Option ausübt, natürlich wirtschaftlich sinnvoll ist. Das heißt, bei einem Call ist es natürlich nur sinnvoll, wenn er die Aktie dann günstiger kriegt,
als die aktuelle Markt ist. Ja, und bei einem Put ist es natürlich, wenn ja der die Aktie teurer verkaufen kann, als die aktuelle Markt ist. Das ist ganz einfache Überlegungen. Aber es ist tatsächlich so, je länger deine Laufzeit ist, umso unwahrscheinlicher ist es. Dann werden erstmal die genommen, wahrscheinlich die von der Restlaufzeit her ist, weil da der Zeitwertverfall, dieser implizite Wert, der ist eben weniger. Ja, das ist es ganz einfach. Und was wollte ich noch sagen? Ich hatte gerade noch einen Punkt gehabt. Vielleicht fällt es mal wieder ein. Aber das ist das, die Message, die ich da jetzt rüberbringen wollte. So, Einbuchung vor Laufzeitende liegen bei 3%. Ich weiß nicht, wo diese 3% herkommen. Ich habe die noch nicht gehört. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, entweder bei mir selber oder an meiner Trader-Community, ja, es kann mal sein, dass eingebucht wird oder nicht. Ach, der Punkt noch, wollte ich sagen. Sie werden nicht gleich eingebucht, wenn das mal ein Tagesdip nach unten ist. Es ist auch, wird auch nicht gleich eingebucht, wenn sie mal 50 Cent oder 1 oder 2 Dollar mal drunter liegt. Ja, also es muss schon wirklich weiter im Geld sein. Es muss sich schon für die Gegenseite rentieren. Ja. Welche Möglichkeit hätte man denn noch? Ja klar, man könnte natürlich auch sich auf die Käuferseite positionieren. Man könnte sich auf die Käuferseite positionieren und sagen, ich kaufe jetzt hier einen Call am Geld, ja, einen Strikepreis 145 und ich setze jetzt einfach drauf, dass hier diese Aufwärtsbewegung sich fortsetzt. Und je nachdem, was mein Kursziel ist, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt davon aus, dass die 151, dieses Gap hier geschlossen wird. Ja, und das wird vielleicht jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen geschehen oder 3 Wochen. Dann wähle ich eine Laufzeit, die natürlich hintendran noch einmal einige Wochen oder einen Monat hintendran hat. Das heißt, wenn ich eine Haltedauer von 3 Wochen habe, das heißt jetzt sagen wir mal bis Ende Februar, dann nehme ich mindestens eine Laufzeit bis Mitte März oder bis zum April. Ja, je länger ich mich positionieren möchte, je länger ich halten will, je weiter weg mein Kursziel ist, umso länger natürlich die Laufzeit. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt einfach nur mal eine Kursbewegung von 1-2 Dollar mit nach oben nehmen und mir reichen 50 Cent oder 1 Dollar als Take Profit. Ich zahle dafür ja natürlich auch nur eine kleine Prämie, wenn ich eine kurze Laufzeit habe. Ja, das ist immer es sind immer die gleichen Überlegungen. Und jetzt wollte ich euch einfach mal eins zeigen, was für Möglichkeiten es denn gibt. Jetzt zeige ich euch mal gerade etwas. Wer es nicht kennt, meine Leute aus dem Workshop, die kennen das definitiv. Und ich zeige es euch jetzt mal kurz, dass ihr was ihr machen könnt. Ihr könnt, so, ich zeige es jetzt mal hier. Und zwar über Options Profit Calculator. Ja, Options Profit Calculator. Über den könnt ihr euch das durchkalkulieren. Da könnt ihr ganz genau sagen, okay, wenn ich jetzt einen Long Call, also einen Call kaufen möchte und den jetzt kaufe, dann gebt ihr ein, okay, für Google, dann holt er sich erstmal den aktuellen Preis und dann sagt, okay, welche Option willst du denn jetzt kaufen? Dann sage ich, okay, ich will eine Laufzeit jetzt 15. März, ja, dann habe ich eine gewisse Zeit. Ich kaufe eine Option jetzt am Geld, 1,45 ist dann der nächste Strike-Preis. Ich kaufe den Call, wir positionieren uns beim Mid-Price für 4,80. Und dann sagen wir, kalkulier mir das Ganze doch bitte einmal, wie entwickelt sich denn die Option bis zum letzten Handelstag? So, und er sagt dann auch gleich hier, das sind deine Kosten, das ist dein maximales Risiko, nämlich diese 480 Dollar. Und was ist dein maximaler Gewinn? Nämlich unbegrenzt, ja klar, nach oben hin unbegrenzt. Und was ist dein Break-Even at Expiry? Also dein Break-Even-Point, dein, wo du ja 0 auf 0 rauskommen würdest, wäre halt 145 plus die 4,80 sind diese 149,80 Dollar. Das heißt, da muss er drüber sein am letzten Handelstag. Darüber muss er schließen, damit er im Plus ist. Weil hier seht ihr Kursanstieg. Hier seht ihr den Zeit,
Ablauf und Expiry, also hier ist der letzte Handelstag. Der Kurs muss hier über 149,80 liegen, damit der im Gewinn ist. Wenn der schon vorher im Gewinn ist, ja, das heißt, je schneller die Aktie steigt, umso schneller entwickelt sich auch dieser Call-Input. Aber je länger es dauert, ja, wenn der mal eine Zeit lang seitwärts geht, dann haben wir eben diesen Zeitwertverfall, der da dran lag. Und das könnt ihr dann mal so für euch kalkulieren. Ihr könnt das einfach mal durchspielen. Und ihr seht hier die Probability of Profit. Ihr habt bei Optionen am Geld in der Regel immer irgendetwas um die 33%, 34%, 35% von Gewinnwahrscheinlichkeit, dass der euch in den Gewinn läuft. Das ist ganz einfach aufgrund von dem Konstrukt, weil das muss dynamisch steigen. Man könnte jetzt da natürlich auch genauso einen Debit Spread machen. Das heißt, einen Bull Call. Ich bin bullish eingestellt und ich nutze das Call-Instrument. Ja, das heißt, ich kaufe eine Option am Geld, den 145er, sagen wir mal hier, und ich verkaufe die Option dann hier den Call noch bei 150, dann habe ich $145 Unterschied. Was würden wir denn da aktuell zahlen? Nehmen wir mal gucken wir mal von der Laufzeit her, ja, kurze Laufzeit, wenn wir eine Kurzrestlaufzeit nehmen, dann der Zeitwertverfall, den könnten wir nutzen. Wir schauen einfach mal, ob das Sinn macht. Bei 145 den Call kaufen, $3.10. Den 150er, den verkaufen wir, den 150er. Für den kriegen wir 1,3. Das heißt, wir würden hier 3,10, 1,30, 1,3, dann würden wir irgendwas um die $2.10, $2.07 würden wir hier zahlen. $5 Unterschied, das heißt, wir haben die Möglichkeit, $3 ungefähr zu machen. Maximal $5 kann der Wert erreicht werden. Und das kann man sich auch mit diesem Kalkulator ausrechnen lassen. Ja, dann geht ihr hier drauf und sagt, okay, ich möchte hier bitte mal einen Call Spread ausrechnen. Zeig mir doch mal bitte an, wie da dieses Profil ist. Nutzt das ruhig mal, dann kriegt ihr ein Gefühl daraus, weil es ist immer die gleiche Frage, welche Laufzeit, welchen Strikepreis. Es kommt immer auf eure Annahme drauf an, es kommt auf eure Risikotoleranz drauf an, es kommt drauf an, welches Szenario ihr habt, dynamischer Ausbruch über einen Widerstand. Ja, dann kann man sie auf die Käuferseite positionieren. Wenn wir sagen, wissen wir nicht so ganz, kann so gehen, kann so, dann defensiv auf der Stillhalterseite. Spielen wir es mal durch. Kurze Restlaufzeit, 23. Februar, und wir kaufen den 145er, jetzt nur mal als Beispiel, und wir verkaufen den 150er. So, ja, das heißt, unterm Strich sagt er hier, kosten $105, und dann sage ich mal, okay, nein, hier Spreadpreis, also hier $2.03, das ist das, was ich zahle. Und hier sagt er wieder, das sind deine Kosten, das ist das maximale Risiko, die $203. Und was ist das Maximale, was du an Gewinn machen kannst? Die $2,97, beides zusammen $5, $500. Maximales Risiko, ja, oder beziehungsweise Maximum Return on Risk ist hier diese 146,3%, Breaks Even. Er sagt euch alles und es hat schon eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit von 42%. Klar. Weil durch diese verkaufte Option wir diesen Puffer haben. Und da seht ihr, da haben wir doch eine ganz andere Kurve. Seht ihr das? Ja, da haben wir doch viel mehr Grün. Haben wir viel mehr Grün und es darf auch mal seitwärts gehen, ohne dass es gleich ins Rote geht. Also, was ich euch damit zeigen wollte, ist die verschiedensten Möglichkeiten. Mit den verschiedensten Optionsmöglichkeiten, die ihr einfach habt. Ja, das heißt, der Optionenhandel ist so vielfältig, es ist so viel mehr als einfach nur einen Call kaufen, einfach nur einen Put kaufen. Nein, es gibt so viel Verschiedenes, aber je nach Erwartungsszenario, wie gesagt, dynamisch bis leicht bullisch, wählt eure Strategie aus. Je nach Strategie natürlich dann gibt es unterschiedliche Chancen, unterschiedliche Risiken.
Ich habe sie euch in dem Überblick aufgezeigt und natürlich wählt sie auch je nach Depotgröße. Ja, wählt sie dementsprechend aus, dementsprechend die Strategien nutzen, die Basiswerte dann dementsprechend aussuchen. Ich habe es euch jetzt wirklich im Überblick gezeigt. Ja, das ist mal so für diejenigen, wo das jetzt neu war, das war jetzt mal so ein Einstieg. Ja. Und ja, das Webinar gibt es wieder als Aufzeichnung. Ja, Lynx wird das wieder online zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr euch das alles nochmal ganz in Ruhe anschauen. Und bei den Credit Spreads, da wollte ich euch noch sagen, das funktioniert gut bei hochpreisigen, volatilen Werten, weil es da genügend Prämie gibt. Ihr habt jetzt gerade an dem Beispiel gesehen bei Google. Ist ein hochpreisiger Wert, gibt es auch in der Regel jeweils schöne einzelne Prämien, aber dann in dieser Differenz, in dieser Kombination soll ja unterm Strich noch ordentlich was überbleiben. Und wenn ihr da einen kleinen Wert habt und der hat nur eine Wohler von 20 oder irgendetwas, ja, dann bleiben 5 Cent über. Das macht dann nicht viel Sinn. Also das funktioniert sehr gut mit hochpreisigen Werten, die volatil genug sind. Da kriegt es eine schöne Prämie, dann kann man das machen und dann auch. Ja, dann funktioniert das sehr gut. Karl-Heinz fragt noch, was sind denn die Legs? Als Legs bezeichnet man jeweils die einzelne Option. Wenn ich jetzt ein Spread habe, dann habe ich eben 2 Optionen, die da involviert sind und jedes nennt man das einzelne, nennt man das Leg. Und Long Leg heißt ganz einfach, das ist die gekaufte Position. Ja? Das war jetzt hier mein Überblick für euch und ich bin hier schon in Overtime, mache hier schon mehr, aber mir war es jetzt wichtig, dass wir das einmal auch mal so durchspielen, dass ihr da eine Idee davon kriegt. Wir können jetzt da nicht komplett einen Kurs draus machen, das ist klar. Aber ich wollte euch einfach mal den Überblick geben, nochmal Verschiedenes klarstellen. Ich habe ein Handbuch mit den 8 gängigsten Optionsstrategien. Und wer da Interesse dran hat, schreibt mir gerne eine Mail, ja, cj@claudia-jankewitz.de. Dann schicke ich euch gerne dieses Handbuch. Ja, das ist hier so Optionsstrategie. Das ist das, was ich für meinen Workshop habe, das Nachschlagewerk. Dann kann man da einfach nochmal gucken. Und da sind diese Strategien, Kurzübersicht mit Auszahldiagrammen, mit Gewinnzonen und hinten dran noch mal so ein bisschen Basiswissen für manches noch mal so ein bisschen um das ins Gedächtnis zu rufen. Das kann man sich ausdrucken und alles hier, das habe ich alles noch mal ganz genau aufgeschlüsselt. Ja, das kann man dann, ja, ich weiß, viele, die drucken sich es auch ganz gerne aus und packen sich das am Anfang dann mal noch hin und ja, was war jetzt was und wie berechnet sich das Risiko, wie berechnet sich jetzt da meine Chance, was ist mein maximaler Gewinn, all das ist da möglich. Und unterm Strich, ja, ich habe ja schon gesehen gehabt, oh, dieses Avalia und alles, bitte, kommt entspannt durch 2024. Wählt lieber konservativere Strategien, wählt lieber mal, ja, immer kontrollierbares Risiko. Ja, nicht nur die Dollarzeichen in den Augen haben, sondern kontrollierbares Risiko, weil damit seid ihr langfristig erfolgreich. Jetzt hier noch kurz zu dem, was mache ich? Ich gebe ja einmal einen Börsendienst raus, ein reiner Signaldienst, wo wir Aktien oder Optionen handeln nach Saisonalitäten. Das ist rein nach Statistik, rein nach Quant und das ist ein reiner Signaldienst mit einer einfachen Trade-Umsetzung, mit einer App und dann könnt ihr ganz einfach hier eure Order umsetzen bei der TWS. Ja. Nur als Beispiel, was hier die abgeschlossenen Positionen waren. Also hier auf Aktienbasis kann man schon sehr schöne Gewinne machen und wir halten es jeweils 3 Monate lang. Also das sind die abgeschlossenen Positionen. Hier Optionendepot, auch ganz aktueller Auszug. Ja, und die 2 obersten, die habe ich euch, habe ich mal freigelassen, die gebe ich euch frei, dass ihr seht, welche Positionen das sind. Da haben wir auf Lenner und auf Applied Materials gesetzt. Die anderen, ja, um fair zu sein, natürlich denjenigen, die den Dienst abonniert haben, weil hier die Positionen, da steigen wir eben erst später aus. Die kann ich nicht freigeben, aber das seht ihr schon mal, was auch eben da möglich ist. Da haben wir auch Verdreifacher, ja, da arbeiten wir mit den Calls rein. Ne, Handel mit statistischem Vorteil. Jetzt habe ich es sehr oft erwähnt. Workshop oder Kurs.
Was ich habe, mittwochs einen Live-Trading-Workshop, der ist immer abends um 19:30 und ich weiß natürlich, heute Abend sind ja auch einige mit dabei. Und das ist jetzt hier links mal diese Excel-Tabelle, mal dieser Auszug aus den Stillhaltergeschäften. Ja, das sind die, mit denen man einfach am erfolgreichsten mit ist. Man ist am konservativsten und hier seht ihr, da das ist das, was ich jetzt rein immer nur dokumentiere. Das heißt, das aus diese Trading-Ideen aus dem Workshop, die ich dokumentiere, mit begleite, das sind die Ergebnisse. Und wir haben nämlich noch die Telegram-Gruppe und wir, ja, da sind wir auch immer noch sehr aktiv und da werden auch ganz viele andere Trades besprochen, auch im Workshop viele Trades besprochen, ähnlich wie wir es heute gemacht haben. Ja, dass wir da sagen, okay, man kann noch dies handeln, man kann das handeln, den Wert noch handeln. Ja, also da gibt es so viele Trading-Ideen und jeder wählt es für sich dann aus, welche Strategie, welcher Titel, welches Risiko gehe ich ein. Aber ich begleite diese Trades. Und ich habe einen reinen Wheel-Kurs, das heißt reine Stillhalter und den kann man jederzeit anfangen. Ja, habe ich jetzt erst 3 Damen gehabt, also die haben das jetzt über Weihnachten, jetzt in den Januar hinein, ja, da haben wir das durchgezogen und zwar in 3 Einzelsessions. In 3 Einzelsessions bringe ich euch zu den Stillhaltergeschäften mit begleitendem Workshop von 3 Monaten, also die Möglichkeit habt ihr. Und ich werde jetzt auch einen großen Kurs nochmal anfangen, also wo ich jetzt wirklich das, was ich euch heute hier gezeigt habe, einmal in den großen Kurs packe, also sowohl die Käuferseite als auch die Stillhaltergeschäfte, das packe ich in den großen Kurs rein. Und wer jetzt hier bei mir am Newsletter mit dabei ist oder auch in der Telegram-Gruppe, in dem Kanal mittlerweile dabei ist, der erfährt dann von mir auch, wann da der nächste Kurs startet. Dann gebe ich da die Information Bescheid. Hier, das ist hier der QR-Code für den Telegram-Kanal. Da gebe ich dann Updates und Events und auch, wann hier dieses Webinar dann online gestellt ist. So, damit bin ich jetzt auch am Ende. Ich danke euch ganz herzlich. Ja, es waren heute viele, viele angeschaltet. Wahnsinn. Also wir haben heute wirklich viele Leute dabei gehabt. Ich hoffe, dass ihr vieles mitnehmen konntet, dass es euch was gebracht hat. Das nächste Webinar findet statt am 7. März und da machen wir wieder Marktanalyse, Handelschancen mit Optionen am US-Markt. Und ich danke euch ganz herzlich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, eine schöne Restwoche und viele erfolgreiche Trades. Macht es gut. Musik